Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Hass Reiter und wir sind auf einem vorgestellt. Und zwar ist es die Vorschau Nummer 7, glaube ich, von AI War 2. Ja, wir hatten ja hier in Murdoch sind wir drin und da wollen wir jetzt gucken. Da waren zwei Sachen, die wir da noch erforschen müssen oder sowas oder irgendwie loswerden müssen. Und ja, da gehen wir gleich in die Folge rein nach dem Intro und gucken mal, wie wir das machen können. Ich habe geguckt und habe nicht rausgefunden, wie sich da was ergibt oder nicht ergibt. Also, da gibt es halt wenig im Internet für über dieses Spiel, ne? Aber ich finde es, vielleicht ist es spielenswert, nur keiner weiß wie. Deswegen gucken wir mal. Bis dann. So, jetzt sind wir hier auf der Karte. Murdoch ist das. Also wir haben ja hier angefangen bei Malchow und im Murdoch sind wir jetzt drin. Da wollen wir mal gerade reinspringen. Wir haben dann hier dieses hier. Turret Schematic Server of Full Assembly AI Sentinels und hier oben haben wir Advanced Research Station of Full Assembly AI. Und hier kann man die Dinger durch dreimal hacken sozusagen irgendwie auseinandernehmen. Aber wie man sie zerstört oder so, habe ich keine Ahnung. Wenn man da mal was macht, dann kriegt man wahrscheinlich diese Dinger Stingray, Agravic Pod, Pike Corvette und Warbird Frigate oder so, aber ich weiß es nicht. Ich werde jetzt mal gucken, dass wir dieses Hacken mal ausprobieren. Dafür brauchen wir diese Hacking-Punkte natürlich und da sind es 20, hier unten sind 12 Punkte. Okay. Diese Pike Corvette ist vielleicht das Interessanteste. You have multiple Strike Fleet Hackers on this planet at the moment, so we can't. Okay, ich kann jetzt das nicht auswählen oder was? Achso, ich muss irgendwen entscheiden, der das hackt oder was? Ist das der hier dann? Und jetzt das machen? Nee. Los. Kann das eine Fregatte, ein Transportflaggschiff sein, das das Hacken macht? Aha, so sieht's aus. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein und versuchen da was rauszuholen. So, und das war jetzt Pike Corvette. Und die wollen wir dann bilden, oder? Infrastructure ist hier nicht. Other Defense. Ich sehe jetzt gar keine Dingens. Schiffe. Achso, das war bei den Fleets wahrscheinlich. Und die kann man dann hier reinmachen, ne? Okay. Support Iron. Multiswaps weapon one or more ships lines from other fleets or your human allies control. Okay. Stalker. Okay. Haben noch Pause drin, deswegen passiert da nichts, ne? Ist klar. Hier oben sehen wir es, 9 Sekunden, dann ist es weg. Und da kam jetzt welche raus. Naja, die werden wir jetzt mal gerade angreifen, oder? Okay, das war's dann wohl. So, hier oben steht jetzt Check to none of our set ships can kill the match event. Okay, da können wir immer nicht kaputt machen, ist klar. So, und was ist mit den Hacks jetzt? Nächste Punkte wären 18 Punkte, die wir auch noch hätten tatsächlich. Ist denn jetzt hier bei Build? Command Upgrades? Ne, hier ist nichts rausgekommen. Wo kommen sie? Hier unten kommen sie, okay. Okay, da kommt doch keiner. Dann lassen wir hier mehr stehen. Vielleicht kommen da oben ja auch noch welche raus. Okay, jetzt ist die Frage, was wir hier weiter hacken. Ah, der will nach Murdoch sozusagen hin. Okay. Also hier hin.
Wir haben 24, 23 Punkte. Beam Cannon 1, das ist so eine Waffe dann. Hier ist eine Fregatte, die mich tatsächlich mehr interessieren würde. Okay, ich kann wieder nicht, weil ich muss erst so einen auswählen, damit der das dann macht. Okay, das haben wir dann ja schon mal verstanden. Das ist ja schon mal was, ne? Und dann müssen wir gucken, wie das hier so geht. Aber hier kommt auf jeden Fall wer rein. Sieht man schon. Ich glaube, dann fliegen wir mal hier hin. Greift die Male an hier jetzt. Also hier geht's hoch, ne? Das ist nicht gut, oder wie war das? Oh, hier ist was kaputt gegangen. Wird das automatisch repariert oder muss ich da was tun? Okay, dann kommen hier unten welche. Machen wir die. Ah, da kamen auch welche. Die sind jetzt aber sofort weg und dann gehen wir hier hin und machen die kaputt. Ja, okay, diese zwei Stationen, die kann man auch hacken, aber das ist jetzt nichts Schlimmes. Ich glaube, wenn wir hier den Harvester in Grün haben, das heißt, wir haben den schon, dann ist eigentlich alles gut, ne? Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir unsere Dingens hier reduced? Weil wenn ich jetzt hier gucke, das unser Problem ist ja, dass wir da und da die Schwierigkeit haben, ne, hinzukommen. Hier können wir natürlich einiges bauen. Oder einnehmen vielmehr, ne? Den ganzen Fleet hier. Vorteilhaft wäre, wenn wir die beiden Punkte einnehmen, dann haben wir hier nur den Weg nach da. Also sollten wir schon drüber nachdenken. Und hier ist natürlich unsere Basis, ne? Select Ships and Fleets. Okay, das sind die Bauarbeiter. Was ist das hier für einer? Shield Vault. Okay. Und hier ist auch noch so eine Werkstatt. Was sind das für welche? Competitive Grade, okay. Also wir haben ja nur ein Ding und das ist noch ein Murdoch da, ne? Warte, M-Taste war, alle Einheiten, die kämpfen können, hier runterzuschicken. Das würde ich dann erstmal tun, oder? Kann man mit denen dadurch. Ja, geht. Kann der auch? Ist die Frage, ne? Ja, der kann auch. Gut. Dann würde ich jetzt da mal reinspringen. Die sind jetzt hier. Und die können es trotzdem nicht, ne? Okay. Ja. Jetzt ist die Frage, was wir tun. Wir müssen. Ich glaube, wir fliegen jetzt hier rein in das nächste. Warte, machen wir mal über die Karte, weil da gerade so viele drumherum sind. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier aufräumen gerade. Das sieht erstmal gut aus, oder? Okay, der Murdoch. Bella kommt da.
Okay, diese kleinen Schiffe sind schon weg und jetzt machen wir diese Teile mal. Unarmed Guard Post, okay. Okay, das ist gleich auch weg. Da haben wir noch was. Wie viel haben wir denn noch hier? Nur noch das, was wir hier sehen. Wenn wir die noch angreifen. Und dann mal näher hier ran. Okay, die sind weg. Dann hier unten den noch. Und dann da oben. 40 Sekunden ist Murdoch am Fallen. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir das hier kriegen. Erledigt kriegen. Jetzt ist nur noch das. Okay, den können wir auch wegmachen. Oh, und jetzt sind wir hier mit 50, ne? Das ist jetzt das Problem, was wir haben, ne? So, was müssen wir jetzt hier tun? Oder können wir jetzt hier tun? Können wir was bauen? Logistical Command. Wollen wir den doch erstmal. Wie sieht es bei Murdoch gerade aus? Da kommen welche, aber die wehren wir von Soltau ab, weil ich glaube, da kann er auch nicht ganz viel machen, ne? So, wenn die Station hier fertig ist, dann übernehmen wir hier die Dinger alle. Das ist schon mal gut. Und der baut auch schon wieder hier Baustellenleute sozusagen. Und dann würde ich sagen, alle Mann nach Soltau, oder wie ist das? Komme ich da jetzt hin? Ja, wir kommen da hin. Und sind jetzt hier. Und jetzt müssen wir hier schnell aufräumen. Obwohl das hier nicht doll ist, wenn wir das hier auch noch machen. Aber das ist halt so, ne? Aber wir müssen hier was aufräumen. Das ist halt so. Und dann brauchen wir halt nur Murdoch. Oder was? Ja, Murdoch war das. Verteidigen. Okay. Okay. Ich hoffe, die verteidigen sich hier, weil da haben wir gerade was falsch gemacht, ne? Aber das sieht doch hier gut aus, oder? Weiß nicht, wo die jetzt alle hier wegkommen immer. Okay. Hier sieht es erstmal gut aus. Und hier geht es auch noch voran, ne? So, jetzt müssen wir das hier an. Ah, cute, ja. So, dieses System übernehmen wir jetzt gleich auch. Sieht eigentlich gut aus, oder? Da noch schnell hin und dann haben wir hier unten noch das Ganze. So, wir können das mal aufteilen. Okay. Der ist jetzt weg. Dann gehen wir jetzt hier runter. Einmal alle auswählen und dann hier runter. Schauen wir mal, ne?
Das ging schnell. Und jetzt noch diese Station, das ist auch schnell weg, wa? So, jetzt haben wir hier 70, das ist natürlich böse, ne? So, jetzt haben wir das hier, jetzt müssen wir nur gucken. Logistical Assault machen wir jetzt hier hin. Und dann würde ich sagen, packen wir die ganzen erstmal wieder dahin. Also wir müssen das mit Steuerung machen, dass die da reinfliegen. Und hier werden wir gleich wieder aufbauen, ne? So, und unsere Karte sieht dann jetzt dann schick aus, dass wir nur noch diesen Knotenpunkt haben, wo wir dann weiterarbeiten müssen. Und da haben wir erstmal ordentlich Sachen gekriegt, sozusagen. So, alle Einheiten, die wir hier haben, stellen sich jetzt hier hin. Weil nach Röta müssen wir verteidigen. Gut. Wie sieht es jetzt hier aus? Eigentlich brauchen wir hier gar keine Einheiten, wenn, ne? Können wir eigentlich auch alle hier hinschicken, oder? Also, ich glaube, ich muss mal gerade Rechtsklick machen, dann geht das auch, ne? So, was ich hier machen kann oder nicht machen kann, das weiß ich noch nicht. Hier ist auf jeden Fall ein schöner Aufbau. Ich weiß nicht, was das ist. Orchid 1, Natural Object, okay. Das ist dann gefragt in der nächsten Folge wahrscheinlich. Wir kriegen jetzt hier auf jeden Fall Klamotten, die uns erstmal weiterbringen, oder? Ja. Und da können wir erstmal Feuer machen, oder? Weiß nicht, ob diese Punkte langsam von alleine runtergehen oder sowas. Das müssen wir dann mal gucken. Aber momentan sieht es ja erstmal so aus, als ob wir hier noch gut die Oberhand haben, ne? Dann würde ich aber auch sagen, machen wir erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao!